Ich habe meine Zähne vergessen. Ich sehe ja nichts. Die fürchterlichen Leute. Das habe ich notwendig gehabt. Ich sehe ja jeden Tag weniger. Ich kann kaum atmen. Alles tut mir weh. Und es ist mir auch alles widerwärtig. Sagen Sie Dr. Friedländer, dass er heute kommen muss. Wir sind ja morgen nicht mehr da. Wie viele Leute kommen denn zu diesem Schaueranlass? 20 oder 30, sagt Ihr Neffe. Dieser ekelhafte Mensch. Im Grunde habe ich Viktor immer gehasst. Wir wachen auf und sehen nichts als Scheußlichkeit. Hinfälligkeit und Scheußlichkeit. Das Fräulein Zallinger ist schon aus der Stadt zurück. Sie lesen mir immer zu laut vor, Richard. Lauter, sage ich immer. Das heißt aber nicht laut. Bad Gastein haben Sie mir auch zu laut vorgelesen. Dieses fürchterliche Klima ist ja tödlich. Aber Sie haben mir ja abgeraten. Auch Dr. Friedländer hat mir abgeraten. Für Sie ist Bad Gastein tödlich, haben Sie gesagt. Wirklich, haben Sie gesagt, tödlich. Aber gerade davon war ich ja fasziniert, dass Sie gesagt haben, tödlich. Der Dr. Friedländer hat mir ja auch abgeraten. Aber gerade weil Sie und Dr. Friedländer mir abgeraten haben, war ich von dem Gedanken besessen, hinzufahren. Wäre beinahe mein Tod gewesen. Leute mit Herzfehlern holen sich in Bad Gastein den Tod. Aber auch in Bad Hall. Das noch schlimmer ist für meinesgleichen. Komm, werden wir geboren, fliehen wir den Tod. Die ganze Menschheit läuft nur dem Tod davon. Flieht den Tod. Die Menschheit. Widerlich. Die Masse ist widerlich. Aber wehe, wir verweigern uns ihr. Sie zertrampelt uns. Glauben Sie wirklich, dass mir Altaussee gut tut? Ich habe Altaussee immer gehasst. Diese alten Häuser, diese alten Leute, alles muffig und vermodert, alles feucht. Wenn wir in ein Bett steigen, steigen wir in ein feuchtes. Es hat mir immer den Hals zugeschnürt in Altaussee. Ich verstehe gar nicht, dass es Leute gegeben hat,
die sich freiwillig in Altaussee angesiedelt haben. Schriftsteller, Komponisten, Komödianten. Dieses ganze Gesindel hat sich dort angekauft. Vor der Jahrhundertwende und danach. Kaum haben die Leute Geld, kaufen sie sich diese alten, scheußlichen Häuser. Gehen in Dirndlkleidern herum. Und Lederhosen. Und machen sich mit den Fleischhauern und Holzhackern gemein. In den Bergen bekomme ich keine Luft. Was machen wir in Altaussee? Wir haben dort keinerlei Abwechslung. Nein, ich fahre nicht nach Altaussee. Nur weil Ihre Tante dort lebt. Alles ist trüb. Ist es denn heute trüb? Es ist ein klarer Tag. Ich sehe fast nichts. Ich höre fast nichts und sehe fast nichts. Aber ich habe mich an den Zustand gewöhnt. Wie sehe ich diese Leute? Und auf einmal kommen sie alle her. Entsetzlicher Gedanke. Aber ich kann mich nicht weigern, sie zu empfangen. Andererseits ist es eine Gelegenheit, in die Hand zu schütteln, dann jahrelang nichts mehr. Die haben es ja doch nur auf mein Lebenswerk abgesehen. Selbst die Ältesten spekulieren noch immer darauf. Aber ich vererbe ja diesen Leuten nichts, wie sie wissen. Ich habe ihnen ja gesagt, dass ich diesen Leuten nichts vererbe. Mich hat Verwandtschaft immer abgestoßen. Mit den Jahren immer mehr. Stellte sich heraus, dass alle diese Leute nichts wert sind. Wir verfolgen sie und beobachten sie und entdecken ihre Nichtswürdigkeit. Wenn wir ihre Heuchelei abziehen, bleibt von allen diesen Menschen nichts zurück als ihre Hässlichkeit. Macht mir nichts aus, dass ich gehasst werde. Der Hass der Leute ist mir zur Gewohnheit geworden. In Bad Gastein habe ich keine Nacht geschlafen. Seit Bad Gastein höre ich schlechter und sehe ich schlechter. Aber das ist ganz meine Schuld. Wir packen in die Menschen hinein, was nur geht, und sind dann enttäuscht. Sie schlafen doch sicher gut. Sie sind gesund. Sie haben das Leben noch vor sich. Aber wenn Sie 60 sind und keine schmerzfreie Nacht mehr haben, Ihr Leben ist ziemlich ausgeglichen. Ihre Zukunft ist keine rätselhafte. Ich sehe nur Schmutz. Alles ist schmutzig. Der Boden ist doch erst gestern poliert worden. Nicht wahr, Fräulein Salinger? Der Fußboden ist doch erst gestern poliert worden. Aber natürlich, Herr Herrenstein. Ich sehe nur Schmutz. Kann hinschauen, wo ich will. Ich sehe nur Schmutz. Unerträglicher Gedanke, dass alle diese Leute hierher kommen. Ausgerechnet jetzt. Schamlos, neugieriges Volk, die Wiener. Wie viel sind es denn, Fräulein Salinger? 30 oder 40. Ein entsetzlicher Gedanke. Und das einen Tag vor der Abreise. 30 oder 40?
weil ich 2 oder 3 Leuten gesagt habe, sie können herkommen und Elisabeth die Zweite sehen, kommen 30 oder 40. Und der Anlass ist dieser lächerliche. Aber ich kann mir die Leute nicht vollkommen verscherzen. Ich muss mir einreden, dass es mir Vergnügen macht. Ich habe immer gedacht, diese Leute kommen nie wieder in mein Haus. Alles wird nur beschmutzt. Ist es nicht ekelhaft? Ausgerechnet heute, wo wir auf das Heldweinbegräbnis müssen, wo wir morgen auf den Semmering fahren. Bin mir noch nicht sicher, ob ich auf den Semmering fahre. Auch wenn die Koffer schon gepackt sind. Ich bin nicht sicher, ob ich nicht ganz woanders hinfahre. Vielleicht fahre ich in die Karpaten zu meiner Nichte. Was sagen Sie, Richard? Wäre das nicht eine Idee? Vielleicht, Herr Herrnstein, vielleicht. Dort muss es doch wirklich ruhig sein in den Karpaten. Dort muss ich mich doch beruhigen können. Aber ist es nicht so bergig? Sie können mich doch nicht fortwährend auf- und abschieben. Deshalb habe ich ja gesagt, auf den Semmering, weil wir dort diesen gleichmäßig ebenen Weg haben. Wie ich diesen Weg hasse. Nichts als jeden Tag dieser Weg. Immer derselbe Blick. Aber die Semmeringluft soll gut sein für Herzkrankheit. Haben Sie nicht an die Karpaten gedacht? Ich habe an die Karpaten gedacht, Herr Herrnstein. Ich habe Ihnen ja auch die Karpaten empfohlen. Sie haben mir die Karpaten empfohlen? Wann haben Sie mir die Karpaten empfohlen? Wirklich? Sie haben mir die Karpaten empfohlen? Die Vergesslichkeit nimmt zu. Wenn wir alles vergessen haben, haben wir nichts mehr. Dann sind wir tot. Wir existieren ja nur, weil wir noch nicht alles vergessen haben. Wissen Sie, dass ich eine Einladung nach Toronto habe? Das habe ich noch nie gehabt. Eine Einladung nach Toronto. Leute wissen nicht, dass ich nicht gehen kann. Sonst hätten sie mich nicht nach Toronto eingeladen. Oder sie haben mich nach Toronto eingeladen, gerade weil sie wissen, dass ich nicht gehen kann. Herrnstein, der Großindustrielle mit den Kunstfüßen. Wahrscheinlich steckt hinter dieser Einladung einer dieser Gemeinheiten großer Firmen. Ich habe mein Lopurin noch nicht genommen. Eine Wachspuppe war ich. Für immer allein. Schließlich bin ich auf den Herd gesprungen. Was für schreckliche Träume wir haben. Meisten vergessen wir. Eine Wachspuppe, die plötzlich auf den Herd gesprungen ist. Einen Arme-Leute-Herd. Ich habe geträumt, ich sei eine Wachspuppe, die plötzlich auf einen glühenden Herd gesprungen ist. Einen Arme-Leute-Herd. Ist es nicht lächerlich, womit wir uns konfrontieren? Haben Sie denn auch so schreckliche Träume? Das kann ich nicht sagen, Herr Herrnstein. Sie träumen also schön? Nicht schrecklich, nicht schön, aber auch nicht schrecklich. Die Lösung ist,
sich ganz einfach immer wieder urplötzlich umzudrehen und weiterzugehen. Das sage ausgerechnet ich. In Rom habe ich gedacht, ich könnte allein aufstehen. Dass ich sie nicht brauche, habe ich gedacht. Ich habe den Versuch gemacht und bin aus dem Bett gefallen. Prompt! War kein Unglücksfall. Es war die Rache für meinen Entschluss. Ich wollte einmal unabhängig sein von ihnen. Aber ich scheiterte. Sie wissen, ich bin dann tagelang mit diesen fürchterlichen Rückenschmerzen im Bett gelegen. Darf ich den Tee schon bringen? Ja, natürlich. Bringen Sie den Tee. Es stimmt nicht, dass ich kein Bedürfnis nach der Welt habe. Das habe ich gestern mehr oder weniger gedankenlos gesagt. Ich habe das größte Bedürfnis danach. Richard. Es gibt zwei Länder, in die ich noch fahren will. Ich will nach England und ich will nach Portugal und nach Polen natürlich. Mein absolutes Lieblingsland. Nie war ich glücklicher als in Polen. Niemand versteht das. Leute schütteln, auch wenn sie nicht schütteln, fortwährend den Kopf, wenn ich von Polen schwärme. Aber natürlich war ich schon lange nicht in Polen. Wann waren wir denn in Polen zum letzten Mal? Vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren? Mir scheint, es ist eine Ewigkeit. Immer wieder eine höhere Stufe von Leben, hat mein Vater immer gesagt. Was hat er nur damit gemeint? Wahrscheinlich meint er so, wie ich es verstehe. Das Unglück der Menschen ist ja allein, dass sie überhaupt geboren sind. Wir stellen immer die dümmsten Fragen. Wir sind ja auch dumm. Durch und durch dumm. Verkrüppelt und dumm. Alle sind sie verkrüppelt und dumm. Ohne Ausnahme. Es werden nur dumme Gedanken ausgesprochen. Es wird nur Verkrüppeltes gesagt. Wenn es noch so gut gedacht ist, es ist doch verkrüppelt gedacht. Wenn es noch so gut gesagt ist, es ist doch verkrüppelt gesagt. Die ganze Welt ist von Dummheit durchsetzt. Die ganze Welt ist eine verkrüppelte. Aber, es gibt natürlich kunstvolles Verkrüppeltes. Kunstvolles Verkrüppeltes. Haben Sie nie an eine Künstlerexistenz gedacht? Schauspieler, das wollte ich einmal. Aber ich bin kläglich gescheitert. Ich kann keine 2 Wörter auswendig lernen. Außerdem hätte mein Vater nie erlaubt, dass sein Sohn sich zum Mimen macht. Mime. Das war tiefste Verachtung. Er sprach das Wort immer dann aus, wenn er tief verachtete. Hat er sie nie gereizt, Künstler zu sein? Das wollen doch die Leute. Alle drehen sie auf die Bühne. Alle wollen sie auf das Podium. Gleich für was das Podium ist. Schauspielerei, Konzertmacherei,
Wissenschaftlerei. Dahin drängen sie alle. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie ein guter Schauspieler sind. Sie sind eine Fundgrube für einen Regisseur. Mit Ihnen kann ein Regisseur alles machen. Sie können einen König spielen und einen Grubenarbeiter. Sie haben alles an sich für einen großen Schauspieler. Natürlich ist es jetzt zu spät. Schauspielerei muss früh genug angefangen werden. Selbst Ihre Stimme ist eine Schauspielkunststimme. Sie haben nie gedacht, zum Zirkus zu gehen. Nie? Nie. Alle Leute haben doch Lust auf Theater. Auf Verkommenheit. Ich habe diese Lust nie gehabt. Sie sind ein besinnlicher Mensch, Richard. Kontrolliert. Diszipliniert. Es zeichnet Sie aus. Sie sind die Verlässlichkeit in Person. Sie sind ganz unösterreichisch. Andererseits haben Sie gar nichts Deutsches an sich. Dann wären Sie auch nicht hier. Sie sind ein eigenartiger Mensch. Ihr größter Vorteil ist, dass Sie nichts von einem Widerspruchsgeist in sich haben. 25 Jahre im Haus Herrenstein. Der Gedanke ist mir persönlich grauenhaft. Aber Sie bedrückt er nicht. Sie sind gleichmäßig gut aufgelegt. Ich bin ja auch wie ein Vater zu Ihnen. Sie sind der einzige Mensch, den ich aushalte. Ich kann nicht sagen, warum. Es ist die Tatsache, mein Lieber. Richard, sind Sie ehrlich, Fräulein Zahlinger? Wo fahren Sie lieber hin? Auf den Semmering oder nach Alt-Aussee? Nach Alt-Aussee, Herr Herrenstein. Dass Sie immer alle in dieses perverse Künstlerloch wollen, wo der Tod lauert, oder wenigstens die tödliche Langeweile. Ich bin auch noch nicht entschieden. Schließlich ist es egal, wohin ich fahre. Die Hauptsache weg von Wien. Diese Stadt ist mehr und mehr unerträglich. Ich hasse Wien. Und ich hasse die Wiener. Was ist denn in der Oper heute? Andrea Chenier. Dieser ekelhafte Giordano. In die Oper gehe ich nicht mehr so bald. Dann noch eher ins Burgtheater. Diese permanente Schauerbühne. Ein neuer Direktor, sagen die Leute. Aber das ist doch auch ein Scharlatan. Wie viele Direktoren ich auf dem Burgtheater schon erlebt habe. Und im Grunde hat sich nichts geändert. Diese perverse Stücke-Vernichtungsmaschine. Die neuen Gesichter sind in kurzer Zeit wieder die alten. Und der neue Geist ist der vorgestrige. Dieses Haus ist immer verstaubt gewesen. Das ist ja der große Reiz am Burgtheater, dass es immer verstaubt gewesen ist. Und immer verstaubt sein wird. Jede Entrümpelung des Burgtheaters leitet nur eine neue Stauborgie ein. Die Schauspieler sind mir widerwärtig. Da höre ich noch lieber die stumpfsinnigen Sänger in einer Mozart-Oper. Wann wird denn Così fan tutte wieder gespielt? Soll ich nachschauen? Ja, schauen Sie nach, Fräulein Zahlinger. Das Einzige, das mir in der Oper immer gefallen hat, war wirklich Così fan tutte. Da ist es mir auch egal, wer dirigiert. Das ist ja eine Musik, die nicht umzubringen ist. Alles andere ist ja doch immer haarsträubend. Der Vorteil ist, dass es nur ein paar Schritte von hier in die Oper sind. Es wäre mir auch zu viel, wegen einer Opernaufführung auch noch einen langen Weg zu haben. Ich stünde doch nicht dafür. Richard schiebt mich einfach hinüber, mehr oder weniger nur über die Straße zu Mozart und Wagner.
Aber ich kann nicht jede Woche in Cusi Fan Tutte gehen. Wann ist Cusi Fan Tutte? Heute ist Maskenball. Schaulich! Verdi mag ich nicht. Diese Tränendrüsen-Italianita geht nur ins Ohr, um die Gehörgänge zu verschmutzen. Ich gehe nur in Mozart-Opern. Die langweilen mich auch, aber auf höchstem Niveau. Und zu Wagner. Wann ist Cusi Fan Tutte wieder? Das steht gar nicht auf dem Programm. Dass Sie diesen Dummköpfen gleich, dass Sie Cusi Fan Tutte, die einzige Oper, die überhaupt etwas wert ist, nicht ansetzen. Andrea Chenier, dieser sentimentale Heroenkitsch. Sie sind doch auch kein Anhänger von Giordano und Konsorten. Es trieft ja vor Verlogenheit. Mögen Sie Giordano? Oder nicht? Natürlich nicht, Herr Arnstein, natürlich nicht. Es ist unerträglich, Richard. Wenn Sie immer natürlich nichts sagen. Es gibt Tage, da sagen Sie nichts anderes. Frau Zahlinger, wissen Sie denn, wer wirklich heute kommt? Englische Königin hat mir noch gefehlt. Weil ich meinem Neffen gesagt habe, er kann kommen, kommen jetzt 40 Leute. Wir haben ja gar nicht Platz hier. Schlechte Luft dieser Leute bringt mich ja um. Gerade heute hatte ich schon in aller Frühe ein ungeheures Literaturbedürfnis. Das ist jetzt wieder alles zunichte. Wo haben wir denn die Wahlverwandtschaften liegen gelassen? Im Speisezimmer. Im Speisezimmer? Absurd. So weit ist es gekommen, dass Sie mir im Speisezimmer die Wahlverwandtschaften vorlesen und das Buch auch noch dort liegen lassen. Im Speisezimmer liegen gelassen. Absurd. Absurd. Sie haben sie liegen gelassen. Bis 2:30 Uhr früh haben Sie mir Tolstoi vorgelesen. Völlig daneben gegangener Ablenkungsversuch. Gerade heute wäre ein Tag für die Wahlverwandtschaften. Ich glaube, ich habe die Wahlverwandtschaften jetzt schon dutzende Male von Ihnen gehört. Das ist ja Schwachsinn. Aber zur Vertreibung der Langeweile eine ideale Lektüre. Weder besonders geistvoll, noch ausgesprochen dumm. Absolut in jedes Ohr gehend. Einschläfernde Sprache, habe ich immer gedacht bis heute. Ach, Sie lesen ja nicht, die Glückliche. Ihnen hat Goethe noch nicht die Welt verdorben. Mir hat er sie nach und nach verekelt. Überhaupt habe ich mir durch Literatur die Welt verfinstert. Darf ich Sie darauf aufmerksam machen, dass der Direktor Holzinger kommt? Was? Der heute? Hierher? Sie haben ihn hierher bestellt für 11 Uhr. Das hat mir noch gefehlt. Ich sagte doch, dass Samstag die Königin von England kommt. Samstag, habe ich gesagt, kommt die Königin von England. Da können Sie doch nicht den Direktor Holzinger empfangen. Sagten Sie das? Sie sagten das? Sie? Ich sagte, Samstag kommt die Königin von England. Da kann doch nicht der Direktor Holzinger kommen. Und ich habe nicht auf Sie gehört. Ich habe tatsächlich nicht auf Sie gehört. Es ist ja eine Katastrophe. Ich habe nicht hingehört. Sie haben das gesagt und ich habe nicht hingehört. Es ist ganz klar, sagen Sie? Ein vollkommen klarer Tag, Herr Arnstein.
sehe alles im Nebel. Ich werde nie mehr einen klaren Tag sehen. Und ab 3 Uhr Nachmittag höre ich auch sehr schlecht. Wann kommt denn die Königin? Gegen 12, sagt das Fräulein Zallinger. Gegen 12? Und um 11 kommt der Direktor Holzinger. Wie mich vor diesem Mann ekelt. Wie er spricht und was er sagt. Was er anhat. Wie er sich bewegt. Wie er immer wieder abrupt sagt. Andauernd sagt er abrupt. Und ich sehe keine Veranlassung dazu. Das Frühstück liegt mir im Magen. Seit Jahren, seit Jahrzehnten ist es das Gleiche. Wenn die Königin gegen 12 kommt, haben wir ja gar nicht mehr viel Zeit. Und ich hatte noch Herrn Lucius schreiben wollen, wegen der Philippinen fragt. Lucius kann ich auch vom Semmering aus schreiben oder von Alt aus See. 68.000 Kanonenrohre, Richard. Absurd. Wie geht es denn Ihrer Tante? Hat sie noch die Beinkrämpfe? Sie ist bei einem Bad Ischler-Arzt in Behandlung. Bei einem Bad Ischler-Arzt? Die Bad Ischler-Ärzte gelten doch als die schlechtesten Ärzte überhaupt. Die bringen doch jeden wegen einer Kleinigkeit um. Wie alt ist denn Ihre Tante? 87. 87? Naja, wenn sie rüstig ist. Sie war vor einem Jahr noch auf der Katrin. Ach was, das hatte ich mit 20 schon nicht mehr können. Bad Ischl ist doch widerwärtig. Leute sitzen in ihren Häusern und frieren und gehen, wenn sie überhaupt aus ihren Häusern herausgehen, in die Konditorei Zauner. Heute eine der geschmacklosesten Konditoreien überhaupt. Je größer eine Geschmacklosigkeit im Salzkammergut ist, desto beliebter ist sie. Das Salzkammergut-Publikum ist das geschmackloseste überhaupt. Und was lebt denn Ihre Tante? Sie hat eine Rente. Eine Rente? Für was? Nach ihrem Mann, der Gerber war. Gerber? Gerber? Ist es nicht ein aussterbendes Gewerbe? Nichts stinkt grauenhafter als eine Gerberei. Aber ohne Gerber keine Lederhose. 2.500 Schilling bekommt sie. Ja. Das ist die Welt. So ist die Welt. So wird sie immer sein. Haben Sie denn die Vorhänge aufgezogen? Natürlich, Herr Arnstein. Ich sehe alles im Nebel. Und es ist vollkommen klar, sagen Sie. Ein vollkommen klarer Tag, Herr Arnstein. Der richtige Tag für die Königin von England. Sie waren doch mehrere Mal in England, Richard. 7 Mal. Sie sind im Grunde weit gereist. Möglicherweise weiter gereist als ich. Ich war nicht 7 Mal in England. Ich war nur 3 Mal in England. Davon 2 Mal in Schottland. Die Hebriden sind schon faszinierend. Faszinierende, schroffe Felsen. Ich war auch in Irland. In Nordirland? In Nordirland und in Irland. Und in Wales. Irgendwie merkt man, dass Sie so oft in England und in Irland waren. Was zog Sie denn so an dort? Freunde. Freunde. Ich habe auch in England keine Freunde. Zuerst wollen wir alles sehen, dann auf einmal nichts mehr. Aber ich habe immer noch Lust zu reisen, selbst mit diesen Schwierigkeiten. Ein österreichisches Rollstuhlschicksal, Richard. Dem Direktor Holzinger bieten Sie aber bitte nichts an. Kein Schluck. Ich will, dass der Mann gleich wieder verschwindet. Alles heuchlerische Subjekte. Aber wir haben sie notwendig.
Ohne Sie wäre schon längst alles zusammengebrochen. Das ist das System. Ein Mann, der alles zusammenhält und eine Reihe solcher Subjekte, die von diesem Mann dirigiert werden. Skrupellos, mehr oder weniger. Aber wer ist nicht skrupellos? Wir denken ja nicht mehr an Geld und Besitz. Das ist jahrzehntelang kein Thema. Wir handeln aus Gewohnheit. Wir müssen die Leute kurz halten und ihnen mit größter Freundlichkeit entgegenkommen und ihnen sagen, dass sie unentbehrlich sind und ihnen gleichzeitig mit ihrer Entlassung drohen. Fräulein Zallinger, was machen Sie denn da? Warum tragen Sie denn diesen Tisch da herein? Was geht hier vor? Für das Buffet, Herr Herrenstein. Was für ein Buffet? Für die Gäste. Es ist sehr fürchterlich, dass wir diesen Leuten auch noch ein Buffet machen. Es ist doch hoffentlich nicht vom Demel. Selbstgemachtes, Herr Herrenstein. Haben denn überhaupt 40 Leute Platz hier? Das frage ich mich auch. Ein Mensch, der jahrelang völlig allein lebt, nur mit Ihnen, Richard, mehr oder weniger nur mit Ihnen. Fräulein Zallinger zählt ja nicht, alle anderen zählen ja nicht. Und plötzlich kommen 40 Leute. Und das alles, wo wir doch am Nachmittag auf das Begräbnis von Held fahren müssen. Verstaubener Juwelier, dass wir uns schon zu den Juwelieren herablassen, ist ungeheuerlich. Im Grunde stirbt in dieser Jahreszeit ja jeden Tag jemand, den wir kennen. Da müssten wir andauernd auf die Friedhöfe laufen. Andererseits habe ich festgestellt, dass mir der Begräbnisanzug am besten passt. Wissen Sie, Richard, ich bin ein Begräbnisanzug-Enthusiast. Glauben Sie nicht, dass mir das zu viel ist an einem Tag? Die Königin von England und alle diese Leute und auch noch der Juwelier Heldwein und auch noch der Direktor Holziger. Warum schleppen Sie denn die Tische allein hier herein? Sie haben doch Helferinnen. Was ist mit den Mädchen? Ach, die Mädchen stören nur. Ich mache das ganz ruhig. Ach, schleppen Sie sich doch nicht ab. Lassen Sie die Mädchen arbeiten. Dazu sind Sie ja da. Natürlich, Herr Herrenstein. Wie viele Tische tragen Sie denn noch herein? Wir brauchen 5 Tische für das Buffet. Sie ruinieren sich Ihre Wirbelsäule, Fräulein Zallinger. Sie werden sehen. Sie ruinieren sich Ihre Wirbelsäule. Könnten wir nicht Musik hören? Etwas Klassisches, Richard. Fräulein Zallinger! Wäre es nicht der Augenblick, Musik zu hören? Hm? Nein, keine künstliche Musik. Sie sollen spielen. Spielen Sie uns doch etwas vor. Ein kleines, kurzes, klassisches Stück. Sie spielen doch Chopin so schön. Es ist doch sicher ein Jahr, dass Sie etwas gespielt haben. Warum Sie nicht mehr Klavier spielen, weiß ich nicht. Auf einmal haben Sie es aufgegeben. Es ist sicher ein Jahr. Eine Etüde, eine Sonate, irgendetwas. Auf dem Semmering haben wir ja kein Klavier. Hm? Stellen Sie sich nicht so an, Fräulein Zallinger, wo Sie doch eine ausgebildete Pianistin sind. Und Ihr Vater war doch Kapellmeister. Ein so hochgezüchtetes Talent gibt man doch nicht einfach über Nacht auf. Und spielen Sie. Sie hat uns doch jeden Tag etwas gespielt. Warum spielt sie nicht mehr? Schreckliche Person. Musik.
Ich mag Klavier nicht. Es ist nur für den perversen Geschmack. Selbst Horowitz ist nicht zu ertragen. Aber als Stimulanz. Als Stimulanz. Das Frühstück hat mir den Magen verdorben. Ist natürlich ganz aus der Übung. Dass wir nicht fortwährend üben, geht uns in die Brüche. Zur Elternzeit ist immer am Nachmittag Klavier gespielt worden. Jahrelang ist ein eigens dafür engagierter Klavierspieler ins Haus gekommen. Ich spielte nie. Mein Bruder spielte, ich nie. Ich spiele doch sehr tölpelhaft, wenn Sie nicht, Richard? Uninspiriert, Herr Arnstein. Missbrauch der hohen Kunst. Aber ich glaube nicht, dass Klavierspiel hohe Kunst ist. Ohrenzeitvertreib, ja, aber nicht hohe Kunst. Das Klavier hat so etwas Pfauenhaftes. Es ist genug, Fräulein Zahiger! Es ist genug! Es geht nicht mehr so gut wie früher. Es geht nicht mehr so gut wie früher. Ihr Vater war ein so angesehener Mann. Liegt er nicht auf dem Kommunalfriedhof in Salzburg? Ja, Herr Herrenstein. Hat eine Kapellmeisterklasse im Mozarteum? Ja, Herr Herrenstein. Ein vorzüglicher Mann, Ihr Vater. Wie geht es denn Ihren Schwestern? Meinen Schwestern geht es gut. Mein Gott, nicht alle sind glücklich verheiratet. Meine Güte. Es gibt doch nur Kleinigkeiten, nicht wahr? Natürlich, Herr Herrenstein, nur Kleinigkeiten. Muss ich denn überhaupt da sein, wenn die Leute kommen? Ich muss doch im Grunde gar nicht da sein. Ich bin doch völlig überflüssig. Finden Sie nicht auch, Richard, dass ich völlig überflüssig bin in dieser Angelegenheit? Aber ich will sie doch alle sehen. Guggenheim kommt sicher auch herüber. Mein philosophischer Nachbar. Er hätte nicht aus England zurückkommen sollen. Die Enttäuschung blieb nicht aus. Die Österreicher sind ein verkommenes Volk. Die Österreicher hassen die Juden. Und die aus der Emigration zurückgekommenen am allertiefsten. Die Österreicher haben nichts gelernt. Sie haben sich nicht geändert. Ein ganzes Volk als ein ganzer schäbiger Charakter. Ich werde Guggenheim sagen, dass er uns auf dem Semmering besucht. Oder in Altaussee. Ich glaube nicht, dass ich in dieses Nazi-Nest fahre. Weiß schon, warum ich in Altaussee keine Luft bekomme. Es ist nicht nur wegen der Berge, es ist wegen der vielen Nazis, die dort angesiedelt sind. Die schönsten Gegenden Österreichs haben immer die meisten Nazis angezogen. Salzburg, Gmunden, Altaussee, das sind nichts als Nazi-Neste. Lieber langweile ich mich auf dem Semmering. Mit dem Dr. Guggenheim wird es erträglich sein. Verhält man katholisch? Ja. Dann müssen wir ja diese ganze katholische Prozedur über uns ergehen lassen. Nichts ist mehr widerwärtig als ein katholisches Begräbnis. Kann ich noch ein Glas Wasser haben? Aber wenn wir fortwährend an alle diese Scheußlichkeiten denken, dürfen wir in diesem Land gar nicht mehr leben. Wohin wir schauen, nationalsozialistische Gemeinheit und katholischer Schwachsinn.
Wenn die Königin gegen 12 kommt, können wir ja nicht schon um 3 auf dem Döblinger Friedhof sein. Das Begräbnis ist erst um 3:30. Zu Juwelierbegräbnissen gehen genau die Leute, die ich nicht ausstehen kann. Die ganze sogenannte feine Gesellschaft. Ganzes Rudel Gräfinnen. Haben Sie meinen dicken schwarzen Mantel ausgebürstet, Fräulein Zarlinger? Natürlich, Herr Herrenstein. Natürlich, Herr Herrenstein. Für das Begräbnis nehmen wir den Renault. Natürlich, Herr Herrenstein. Natürlich, Herr Herrenstein. Natürlich, Herr Herrenstein. Natürlich, Herr Herrenstein. Nur Kaltes gibt es. Nur Kaltes. Natürlich nur Kaltes, Herr Herrenstein. Lassen Sie mich doch auf die Straße schauen. Ich weiß gar nicht, warum die Ringstraße so berühmt ist. Ist sie doch eine der hässlichsten Straßen der Welt. Alles pompöser Kitsch. Das Parlament, die Burg, die Oper. Alles Beispiele schauerlicher Architekturverirrungen. Geschmackloses Baumeister allerlei. Monströse Zuckerbäckerei. Ein Gebäude scheußlicher als das andere. Und doch lieben wir das Ganze. Merkwürdig. Sie sagen, ein klarer Tag. Für mich ist alles trüb. Seit der Dr. Funder tot ist, verschlimmert sich mein Sehvermögen. Widerlich gesagt, nicht wahr? Der Leidende wird oft dichterisch. Er geht ungeniert in den Kitsch hinein, wie wenn er in einen köstlichen Garten hineinginge. Die Katastrophe wird sein, wenn ich überhaupt nichts mehr sehe. Wenn ich nichts mehr sehe und nichts mehr höre, wenn ich in allem und jedem nur noch auf Sie angewiesen bin, Richard. Jetzt hätte ich gern meine Banane. Ich denke, dass wir auf dem Semmering mit den Wahlverwandtschaften zu Ende sind. Was dann? Schopenhauer vielleicht? Oder Flaubert? Nietzsche? Kleist? Es ist doch lächerlich, einen Schopenhauer vorgelesen zu bekommen und tot zu sein. Als letztes einen schopenhauerischen Satz im Ohr zu haben. Oder einen solchen von Nietzsche. Oder einen Voltaire-Satz. Franzosen waren mir immer am liebsten. Wenigstens mochte ich die Engländer. Die Russen vielleicht. Gott, die Erzählung von Tolstoi. Oder von Turgenev heute Nacht, Richard. Turgenev, hm? Turgenev. Von Turgenev. Von Turgenev, Richard.
Dienstag sind 5 Pillen vorgeschrieben, Donnerstag 5, Freitag 6. Ich habe zu meinem Neffen niemals Zutrauen gehabt. Warum misstrauen wir den Neffen immer und müssen uns vor den Nichten in Acht nehmen? Zeitlebens haben wir Neffen und Nichten Angst. Das ganze Leben hatte ich diese Neffen und Nichten Angst gehabt. Oh, geben Sie den Weltliner aus der Wachau, nicht den anderen. Kein Portwein. Die Karpaten bleiben mir immer noch. Jetzt ist auch das Wasser widerwärtig. Das war doch ein Hochgenuss, das Wiener Wasser. Die Proletarier haben alles ruiniert. Selbst das Wiener Hochquellenwasser. Fahren Sie mich gleich hinter der Familie Heldwein vor das offene Grab, damit wir rasch wieder zu Hause sind. Was die Leute denken, ist mir gleichgültig. Der Adel macht die Leute noch heute ganz verrückt. In Österreich ist er abgeschafft und macht noch immer alle verrückt. Dummes, unbelehrbares Volk. Für den Adel und die Witzbolde haben die Österreicher am meisten übrig. Stirbt ein Kabarettist, strömt Zehntausende zu seinem Begräbnis. Abgeschmackte Menschheit. Früher haben Sie Gedichte geschrieben. Tun Sie das nicht mehr? Sie haben doch immer eine lyrische Ader, wie gesagt wird, gehabt. Aber mir ein Gedicht von Ihrer Hand vorzulesen, das getrauten Sie sich doch nicht. Ist doch besser so. Der eigenes Vorlesen macht sich doch lächerlich. Sie sind zu intelligent, um sich eine solche Blöße zu geben. Nicht alle sind so klug. Richard, auf dem Semmering haben Sie ja das Gasthaus zur Tenne. Da können Sie sich vergnügen. Ich brauche Sie ja nicht immer. Aber natürlich muss ich wissen, dass Sie in der Nacht da sind. Ich brauche Sie nicht, aber ich muss wissen, dass Sie da sind. Haben Sie in den 25 Jahren, die Sie jetzt bei mir sind, niemals gedacht, dass Sie mich töten wollen. Erschlagen. Von hinten. So. Wäre doch naheliegend. Ich habe oft gedacht, vielleicht erschlägt er mich. Aber Sie haben es doch nicht getan. Obwohl Sie sehr oft dazu Lust gehabt haben. Nicht Lust. Die Notwendigkeit haben Sie gespürt, mich zu töten. Es fühlt ein Mensch wie ich genau. Ich weiß, was Sie denken, wenn Sie so hinter mir stehen. Meiste Zeit schweigsam, wortlos. Ich bin mir sicher, Sie werden mich nicht umbringen. Seit langer Zeit bin ich sicher. In diesem Punkt. Hat es Sie jemals gereut, dass Sie bei mir sind, Fräulein Zallinger? Natürlich nicht, Herr Herrenstein. Sie sind jetzt 42 Jahre in meinem Haus, Fräulein Zallinger. Sie hat ihre Karriere meinetwegen abgebrochen. Wir werden jetzt jeden Tag wieder Musik machen. Sie werden jeden Tag ein anderes Stück spielen, damit Sie wieder in Übung kommen. Es war ja auch immer ein musisches Haus, in dem das Mäzenatentum an oberster Stelle stand. Die Herrenstein haben Hugo Wolf groß gemacht und Brahms verachtet. Als Kinder mussten wir vor dem Frühstück auf den Balkon hinaus und im Chor sagen, Wolf ist der größte Komponist, Brahms ist eine Niete. Täglich, Richard, tagtäglich. Die Ringstraße wartete schon darauf, dass wir auf dem Balkon unseren Spruch aufsagten. Das war unser eigentliches Morgengebet. Wolf ist der größte Komponist, Brahms ist eine Niete.
Bis an sein Lebensende hat das Haus Herrenstein Wolf eine Pension gezahlt, etwa in der Höhe eines Ministerialratsgehalts. Wenn im Musikverein Brahms gespielt wurde, haben wir hier vom Balkon die schwarze Fahne heruntergelassen. Selbst wenn es sich nur um ein ganz kleines Musikstück von Brahms handelte, hissten wir die schwarze Fahne. Eine musikfanatische Familie sozusagen. Ich persönlich wollte kein Mäzen sein. Und die Musik interessierte mich auch nicht so wie meine Eltern. Wahrscheinlich ist es schade, dass heute nicht mehr so wie damals die berühmtesten Musiker hier ein- und ausgehen. Ich bin ja nicht gegen die Kunst und gegen die Künstler. Ich vertrage sie nur nicht. Ich bin krank und alt. Wenn wir vom Semmering zurückkommen, spielen Sie wieder auf dem Bösendorfer, Fräulein Zahlinger. Wird uns allen gut tun. Was für ein Unsinn, das gesagt zu haben. Richard, in Altaussee stinkt es immer nach Essen. Der Küchengeruch kann nicht aus dem Tal hinaus. Genau da, wo wir sind, konzentrieren sich die Küchengerüche des ganzen Tals. Die Leute kochen mit altem Schweinefett und den Fisch bringen sie auch nur stinkend auf den Tisch. Ich lechze nach guter Luft. Aber wo ist gute Luft? Weder hier noch in Altaussee. Auf dem Semmering haben wir die Mäuseplage. Natürlich, wenn das Haus fortwährend leer steht. Tagelang stinkt es nach Mäusekot und wenn wir lüften, verkühlen wir uns. Ist es nicht besser, ich bin gar nicht da, wenn die Leute kommen? Ich ziehe mich in mein Schlafzimmer zurück. Mich interessiert ja Elisabeth die Zweite nicht. Andererseits könnte ich doch einen Blick auf sie werfen. Was sagen Sie, Richard? Sind wir da oder sind wir nicht da, wenn die Leute kommen? Wie spät ist es denn schon? 10:10. 10:10? Wenn der Direktor Holzinger kommt, sagen Sie, ich bin nicht da. Lassen Sie gar nicht herein. Das geht nicht. Muss ihn empfangen. Ist denn die Uhr stehen geblieben? Sie haben recht, Herr Herrenstein, die Uhr ist stehen geblieben. Dann ziehen wir sie doch auf. In letzter Zeit vergessen wir oft, die Uhr aufzuziehen. Es ist diese alte Gewohnheit, dass ich die Uhr aufziehe. Ich habe sie schon in meiner Kindheit aufgezogen. Wir sollten nicht vergessen, sie aufzuziehen. Das ist jedes Mal, wenn ich mich selbst aufzöge. Dass Sie mich immer noch ertragen, wundert mich. Merkwürdig trüb ist das heute. So wie ich die Uhr aufziehe, ziehe ich mich selbst auf. Jeden Tag. Ah.
Die einen setzen sich in die Ohrensessel, die anderen in die gewöhnlichen. Ich könnte Ihnen schon jetzt sagen, wohin sich die einen und wohin sich die anderen setzen. Vor 5 Jahren hat mir der Dr. Friedländer 3 Jahre gegeben. Ich bin immer noch da. Insofern habe ich mich schon 2 Jahre überlebt. Ich will nicht sterben, das ist es. Ich sage zwar immer, ich sterbe, aber ich will nicht sterben. Ist es möglich, dass Sie mich in den Ohrensessel setzen? Das ist ja eiskalt. Haben Sie den Ohrensessel vom Dachboden heruntergeholt? Nein, Herr Herrenstein, aus Ihrem Schlafzimmer. Aus meinem Schlafzimmer? Mein Schlafzimmer ist ja auch mein Sterbezimmer. Natürlich ist alles kalt, was aus meinem Schlafzimmer kommt. Aber warum haben Sie denn den Ohrensessel aus meinem Schlafzimmer geholt? Das ist doch verrückt. So helfen Sie mir doch heraus aus dem Ohrensessel, aus diesem entsetzlichen Ohrensessel, aus meinem Sterbesessel. Heben Sie mich doch heraus! Das ist doch eine Verrücktheit, mein Ohrensessel aus meinem Schlafzimmer herauszutragen, hierher für diese Leute. Leute sollen sitzen, worauf sie wollen. Aber nicht auf meinem Sterbesessel. Eine Unerhörtheit. Mein Ohrensessel. Mein geliebten Ohrensessel für diese Leute. Jeden einzelnen von diesen Leuten hasse ich. Und für diese Leute wird mein Ohrensessel missbraucht. Denken sich die Menschen denn nichts, wenn sie etwas tun? Habe ich alle Pillen genommen? Selbstverständlich. Die vor dem Frühstück und die nach dem Frühstück und die Abendpillen und die... Ja, es ist eine Notwendigkeit. Eine Notwendigkeit, wo doch alles ganz überflüssig geworden ist. Fangen Sie mich zum Fenster. Ich will hinausschauen. Ich will etwas sehen. Ich ersticke hier. Ich habe mich schon lange nicht so schlecht gefühlt wie heute. Das Wetter macht einen eigenartigen Kopf. Samstage sind immer die schlimmsten, wenn ich von den Sonntagen absehe. Völlig klar, sagen Sie, Richard. Ein völlig klarer Tag, Herr Herrenstein. Englische Königin. Grauenhaft. Aber ich bedauere sie nicht. Ich könnte abdanken. Weggehen. Sich zurückziehen.
Auf dem Semmering werde ich, wenn ich die Kraft dazu habe, mir die Schuhe selbst anziehen. Sie dürfen mir nicht helfen dabei, Richard. Sie müssen mich allein lassen. Sie fragen sich, wozu braucht der Herrenstein Schuhe an seinen Füßen, die ja nur künstliche Füße sind? Fragen Sie sich das nur, Richard. An künstliche Füße Schuhe anzuziehen, ist ja gerade die Lust. Kein Mensch zieht lieber Schuhe an, als der, der nur Kunstfüße hat. Ein Betrunkener hat mich zur Puppe gemacht. Eine 25 Jahre alte Lächerlichkeit. Eine Alltagskarambolage. Nichts als eine Alltagskarambolage, Richard. Zirpt nicht. Was sagten Sie, Herrenstein? Der Vogel zirpt nicht. Diese Zeit zirpt er doch immer. Auch an Samstagen hat er doch immer gezirpt. Natürlich, Herrenstein. Fräulein Zarlinger! Können Sie sich daran erinnern, dass hier vor dem Fenster schon vor 30 Jahren der Vogel gezirpt hat? Der Vogel hat doch gezirpt, oder nicht? Der Vogel hat gezirpt. Natürlich, Herr Herrenstein. Auch an Samstagen hat der Vogel gezirpt. Sie haben es gehört, wie ich haben Sie es gehört. Sie sind der Beweis. Auch an Samstagen hat der Vogel hier vor dem Fenster gezirpt. Aber jetzt zirpt er nicht mehr. Kein Vogel zirpt 3 Jahrzehnte lang. War vorauszusehen, dass alle die Königin von England sehen wollen. Das Pack. Was ist dann, wenn die Entwässerungspillen nichts mehr nützen? Herr Direktor Holzinger. Ja, natürlich. Ich erwarte ihn ja. So kommen Sie doch her. Ganz ist doch gleich erledigt. Sie geben mir die Mappe und ich unterschreibe und Sie können wieder gehen. Geben Sie her. Lesen Sie vor. Ich erbitte Ihre Zustimmung, den Aufsichtsrat bis spätestens 23. Oktober einzuberufen. Kreiseleder. Aber das ist ja das Einfachste und Üblichste. Haben Sie eine Feder, Herr Holzinger? Dieser widerliche Kreiseleder. Dieser widerliche Kreiseleder. Ich dachte, es ist etwas Außergewöhnliches, Herr Holzinger. Dabei ist es nichts Außergewöhnliches. Nur von Kreiseleder. Nicht wie sonst, Herr Holzinger. Heute habe ich keine Zeit für Sie. Eine Menge Leute kommen. Alle wollen die Königin von England sehen. Das verstehen Sie doch. Königin von England will jeder sehen. Hm? Elisabeth II., das verstehen Sie doch, Herr Holzinger. Selbstverständlich, Herr Herrenstein, abrupt. Königin von England kommt ja nicht jeden Tag nach Wien. Wahrscheinlich kommt sie nur einmal im Leben nach Wien. Selbstverständlich, Herr Herrenstein, abrupt. Wir sehen uns, wenn ich vom Semmering zurückkomme. Selbstverständlich, Herr Herrenstein.
Ist Ihre Frau wieder gesund? Selbstverständlich, Herr Herrnstein. Abrupt. Ein kranker Mensch ist ein Übel. Ganze Familien rottet so ein kranker Mensch aus, wenn es ihm sein muss. Ich dachte, es sei etwas Wichtiges. Nur von Kreiseleder. Diesem widerlichen Kreiseleder. Aber natürlich ist alles wichtig. Alles ist wichtig. Wir vergessen immer, dass alles wichtig ist, Richard. Gibt nichts Unwichtiges. Glauben Sie nicht auch, Richard, dass es nichts Unwichtiges gibt? Dass alles wichtig ist? Darauf beruht doch alles, dass alles gleich wichtig ist und nicht anders. Leute wären ja alle viel glücklicher, wenn sie wüssten, dass alles gleich wichtig ist. So ersticken sie andauernd in ihrem Unglück. Ah, ich weiß doch, wer sie sind. Guggenheim. Setzen Sie sich um. Machen Sie sich nicht zum Narren. Ich habe gewusst, dass Sie der Erste sind. Sie vor allem wollen die Königin von England sehen. Sie mit Ihrem Union-Jack. Guggenheim. Ach, Richard, lassen Sie uns doch für ein paar Augenblicke allein. Ordnen Sie doch die Post. Suchen Sie einen Bädeker mit einer Semmering-Beschreibung heraus. Guggenheim, Sie ahnen nicht, in was für eine fürchterliche Lage ich mich gebracht habe, indem ich zu meinem Neffen gesagt habe, er könne herkommen und Elisabeth die Zweite in Augenschein nehmen. 40 Leute werden kommen. Und das einen Tag, bevor wir auf den Semmering fahren. Nach Altaussee wollten Sie doch. Nein, in dieses Nazi-Nest fahre ich nicht mehr. Ja, aber dort haben Sie doch Ihr schönes Haus. Guggenheim, das ist mir gleichgültig. Ich habe auch auf dem Semmering ein schönes Haus. Wir können nicht überall hinfahren, wo wir schöne Häuser haben. Und wer sagt, dass diese Häuser alle schön sind? Die meiste Zeit denke ich, diese Häuser sind hässlich. Ja, Ihr Haus in Altaussee ist wirklich schön. Ach, mein lieber Guggenheim, ich habe die Jahrhundertwendehäuser immer gehasst. Veranden, Holzbalkone, Aussicht auf das Gebirge, was gibt es Scheußlicheres? Im Grunde fühle ich mich hier in meinem Wiener Haus am wohlsten. Aber von Zeit zu Zeit muss ich hinaus. Die Wiener sind noch am erträglichsten. Die Leute vom Land sind mir widerwärtig. Man kann mit ihnen nichts reden. Sie verstehen nicht, was man sagt. Sie begaffen einen nur und denken an das Geld, das sie einem herausziehen können. Jedes Mal, wenn ich auf dem Land angekommen bin, denke ich, das habe ich notwendig gehabt. Vor allem fehlen Sie mir, Guggenheim. Wird so viel von Nachbarschaftshilfe gesprochen. Wir beide praktizieren sie. Einmal kommen Sie zu mir, einmal komme ich zu Ihnen. Der Gesprächsstoff ist uns noch nie ausgegangen. Guggenheim, Sie wissen es noch nicht, aber Richard hat mir gedroht, mich zu verlassen. Ein Erpressungsversuch, möglicherweise. Wahrscheinlich ein Erpressungsversuch. Faselt etwas von Amerika, Kalifornien. Seit Wochen lebe ich unter dieser Bedrohung. War vorauszusehen, dass dieses Verhältnis einmal in Brüche gehen wird. Ich bot ihm eine enorme Gehaltserhöhung. Das beeindruckt ihn nicht sonderlich. Aber ohne Richard bin ich erledigt. Ich glaube, er hat auch ein neues Verhältnis. Bin mir ganz sicher. Ich weiß auch, wer das ist. Sie kennen doch diesen Dr. Schuppig. Schuppig? Genau, dieser Dr. Schuppig. Der war doch 3 Jahre in Australien. 4 Jahre. Ich hatte ihn einmal unter Vertrag. Nicht unsympathisch, aber gefährlich. Jede Möglichkeit nützt Richard aus, um mit Schuppig allein zu sein. Stellen Sie sich vor, Richard geht mir weg und lässt mich sitzen.
Mehr oder weniger habe ich ihm mein halbes Vermögen versprochen. Darauf war er gar nicht eingegangen, als überhörte er alles, was ich diesbezüglich sagte. Nichts als Schleue, durchtrieben, Guggenheim. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Rickert Sie verlässt. Er ist doch über 25 Jahre bei Ihnen. Das sagt gar nichts. Wenn wir einen Menschen am notwendigsten haben, verlässt er uns. Ein fremder Mensch an meiner Seite ist mir unerträglich. Die Verlässlichkeit von Rickert lässt zu wünschen übrig. Alle Augenblicke ertappe ich ihn bei einer Ungenauigkeit. Aber ich sage nichts. Ich sage absolut nichts. Er darf nicht glauben, ich weiß von der Sache. Schuppig. Hat doch dieses Buch geschrieben. Ja, indem ich auf gemeine Weise vorkomme. Verschlüsselt. Aber ich komme vor. Lauter Details, die ihm nur Rickert zur Kenntnis gebracht haben kann. Erst hatte ich große Lust, den Mann zu klagen. Dann sah ich die Lächerlichkeit eines solchen Vorgangs. Totschweigen ist die einzige Methode. Ach, mich interessiert die Königin von England nicht. Das ist etwas für die Jugend, die mit der Dummheit auf großem Fuß lebt und für das alte Gesellschaftsgesindel in der Stadt. Ich bin natürlich gerührt, dass Elisabeth II. Hierher kommt und dass ich sie sehen kann. Ich war 12 Jahre in Oxford, wie Sie wissen. Ich verdanke England nicht mehr und nicht weniger als meine Existenz. Daran habe ich nicht gedacht, Guggenheim. Rickert. Rickert will nach Altaussee, weil Schuppig dort ein Haus hat. Diese Schuppig sind eine alte Nazi-Familie. Der Vater war SS-Obersturmbannführer. Das könnte Rickert so passen, mich in Altaussee auf der Veranda sitzen zu lassen und sich mit Schuppig herumzutreiben. Was, wenn mich Rickert wirklich verlässt? Ich glaube, es ist eine Drohung, eine Erpressung. Die Amerika-Reise, von der er faselt, ist eine völlig frei erfundene, Guggenheim. Das Fräulein Zallinger will nach Lourdes. Wann reisen Sie denn nach Lourdes, Fräulein Zallinger? Am 21. 21. November, nicht Oktober, denn da sind Sie auf dem Semmering. Wann waren Sie in Fatima? Vor 3 Jahren. Leute machen eine Glaubensreise und sind überzeugt, dass es ihnen hilft. Ihre Großmutter war ja schon in Lourdes, nicht wahr? Ja, Herr Herrenstein. Heute hat uns das Fräulein Zallinger nach vielen Jahren zum ersten Mal wieder eine Kostprobe ihrer Kunst gegeben. Kleines Chopin-Stück. Das habe ich notwendig, dass an die 40 Leute hier hereinkommen, um Elisabeth II. Zu sehen. Ich habe gesagt, du kannst sie sehen. Nichts weiter habe ich gesagt. Jetzt kommen 40 Leute. Du bringst mich in eine entsetzliche Lage. Du weißt doch, wie krank ich bin. Anstatt mich zu schonen, lieferst du mich diesen Leuten aus. Ich hasse alle diese Leute, wie du weißt. Noch dazu, wo ich heute auf das Begräbnis von Heldwein muss. Du gehst doch auch hin, selbstverständlich. Selbstverständlich. Eine ganze Woche hast du dich nicht um mich gekümmert. Ich hätte krepieren können. Ich sitze hier und habe einen gesunden Neffen und verkomme. Wenn ich Guggenheim nicht hätte, auf Rickert ist auch kaum mehr Verlass. Früher bist du jeden zweiten Tag gekommen. Das war allerdings zu viel. Aber wenigstens einmal in der Woche könntest du deinen kranken Onkel aufsuchen. Nicht wahr, Fräulein Zallinger? Man kann nicht nur nehmen, man muss auch geben. Aber die heutige Jugend gibt nichts. Sie nimmt nur und reißt alles an sich und gibt nichts. Sie haben es gut, Guggenheim, dass Sie keine Neffen und keine Nichten haben. Dadurch haben Sie weder einen Neffen noch ein Nichtenproblem. Wir stopfen alles in die jungen Leute hinein und sie quittieren es mit Missachtung. Kannst dich ruhig setzen. Wenn mich Rickert verlässt, habe ich gedacht, habe ich wenigstens dich.
Aber dieser Gedanke ist doch ein absurder. Du hast richtig gehört. Richard hat vor, nach Amerika zu gehen. Mit diesem Dr. Schuppig, mit dem er ein Verhältnis hat. Dann stehe ich da. Richard trifft sich an Wochenenden mit diesem Schuppig in Altaussee. Dafür habe ich einen Beweis. Und zwar in meinem Haus. Ich fahre auf den Semmering. Ich hasse den Semmering, aber ich fahre auf den Semmering. Auf Biegen und auf Brechen. Denk daran, was auf dich zukommt. Schließlich bist du der Einzige, dem ich noch vertrauen kann. Das Fräulein Zallinger steckt ja mit Richard unter einer Decke. Die beiden machen gemeinsame Sache. Fürchterliche Nacht gehabt. Nicht geschlafen. Diese Krämpfe und Selbstvorwürfe. Warum hat deine Mutter so früh sterben müssen? Alles sterben sie weg. Dem Übriggebliebenen bleibt nichts erspart. Setzen Sie sich doch. Setzen Sie sich. Ist ja genug Platz. Ich bin nicht in der Lage, Konversation zu machen. Mein Neffe ist ja da. Nun geh schon. Bemühe dich um die Herrschaften. Wer ist denn die Große? Die Große überhaupt? Die Gräfin Ergent. Nicht die Godenus? Sie sah aus wie die Godenus. Die Gräfin Ergent und die Schwestern Weißweiler. Das fehlt mir gerade noch. Die Ergenz. Die Ergenz ist doch geradezu widerlich. Es gibt kaum Dümmere als die Schwestern Weißweiler. Ist es denn schon so spät? Es ist gegen 11:30. Die ganze Zeit habe ich hier diesen Brustschmerz. Sehen Sie, Richard? Hier. Hier, Richard, hier. Genau da. Da, genau. Genau da. Verdächtige Stelle. Hoffentlich ist Friedländer erreichbar. Vergessen Sie nicht, dass er noch vorbeikommt, bevor wir auf den Semmering fahren. Ich habe mich noch nicht entschieden. Aber ich mag Altaussee wirklich nicht. Ich hasse den Semmering. Aber ich glaube, ich fahre auf den Semmering. Wir fahren doch immer dahin, wo es von uns gehasst wird. Wir kommen nie dort an, wo wir sein wollen. Haben Sie wieder amerikanische Nachrichten? Keine neuen. Es wäre für mich furchtbar, wenn Sie mich im Stich ließen. Schließlich dauert es mit mir ja nicht mehr lange. Halten Sie doch noch diese kurze Zeit durch. Was bietet Ihnen Amerika? Überlegen Sie, in Ihrem Alter... Mitte 50? Da kann man doch nicht nach Amerika gehen, um ein neues Leben anzufangen. Das ist ja alles schon von vornherein zum Scheitern verurteilt. Ich sehe nur Umrisse. Die Gräfin Ergen, sagen Sie, die Geschiedene. Seitdem die ihr Kochbuch veröffentlicht hat, ist sie noch unerträglicher. Nirgendwo habe ich schlechter gegessen als bei der Ergens. Richard. Auf dem Semmering können Sie machen, was Sie wollen. Nur allein lassen dürfen Sie mich nicht. Ich bin auf Sie angewiesen. Es ist nicht nur jahrzehntelange Gewohnheit. Plötzlich kommen Sie alle. Wie viel sind es denn schon? 10, 11, 12, 20. Aber es sollen doch 40 sein. Richard. Ich zahle Ihnen doch mehr als alle anderen Ihnen je. Wenn ich gesund wäre, würde ich glatt mit Ihnen nach Amerika gehen. Aber wahrscheinlich ist Amerika nur eine Finte. Eine Finte, die Sie mir vormachen. Eine raffiniert vorgemachte Finte. Sie haben mich immer getäuscht, Richard. Schließlich sind Sie in meine Schule gegangen. Victor! Victor! Mach doch einen Augenblick das Fenster auf.
ich das, 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 das Fenster. Mach das Fenster wieder zu. Es kommt ja nur Gestank herein. Ich sehe nicht, wie spät es ist. 10:30. 10:30? Diese Zeit sitze ich ja wie im Halbschlaf da. Und Sie lesen mir vor. Was stehst du da? Kümmer dich um deine Gäste. Deine Gäste sind es schließlich. Deine. Nicht meine. Sollte ihm ja böse sein, aber was nützt das? Bad Gastein wäre ich bald gestorben. Ich habe nicht auf Sie gehört, nicht auf Friedländer und nicht auf Sie. Mein lieber Rudolf, wie gut du aussiehst. Ich habe gehört, du warst in Bad Gastein. Du glücklicher Mensch. Hast du gehört, Frundsberg hat die Aschenhöhe gekauft. Die Aschenhöhe. Jetzt sind wir sie los. Ich war nie auf der Aschenhöhe. Aber natürlich, Rudolf, Silvester 36. Um 4 Uhr früh bist du geflüchtet, weil dich mein Mann mit dem Gewehr bedroht hat. Auf dich waren alle immer eifersüchtig. Wie du gut aussiehst, Rudolf. Nicht wahr, Richard? Rudolf sieht wunderbar aus. Du bist ja auch ein Gesundheitsapostel, Rudolf. Und sonst läuft alles gut. Ich war nie auf der Aschenhöhe und ich bin nie von deinem Mann bedroht worden. Ich kenne diese Aschenhöhe gar nicht. Mein Gott, Rudolf, du bist immer zu Scherzen aufgelegt. Ja. wann kommt denn die Königin? Weiß man das schon genau? Gegen 12. Gegen 12? Ja, das ist es ja gleich. Oh mein Gott, habe ich einen Riesenhunger. Da kommt mir das Buffet gerade recht. Rudolf, ich freue mich so, dich zu sehen. War das die Gudenus? Die Gräfin Winterhalter. Die Winterhalter? Ich dachte, es ist die Gudenus. Die hat immer diese geschmacklosen Ringe an den Fingern. Richard, glauben Sie, die gehen alle gleich wieder, wenn der Spuk vorbei ist? Ja, natürlich, Herr Arnstein. Ja, natürlich, Herr Arnstein. Diese Leute setzen sich oft fest. Wir laden Sie für den Vormittag ein und Sie lungern noch am 4 am Nachmittag hier herum. Das habe ich doch alles schon erlebt. Sie wissen nicht, wie mich der Brustkorb schmerzt. Habe ich alle Pillen genommen? Sagte ich nicht, der Vogel zirpt? Der Neffe ist da anständig gekleidet, wie sich für meinen Nachfolger gehört. Ja, natürlich, Herr Arnstein. Am liebsten hinterließ ich gar nichts. Ein Trümmerhaufen am liebsten. Egal, wem wir etwas vermachen, das ist immer falsch. Unsinn, schauerlich. Die Caritas habe ich immer gehasst. Was war das? Nichts, gar nichts. Das Fräulein Zallinger ist gestolpert. Dumme Gans. Die sieht ja noch weniger als ich. Die fällt mir schon so oft hin. Zallinger ist ein Faktotum mit stark eingeschränktem Nützlichkeitsfaktor. Um mich kümmert sie sich nicht, die dumme Gans. Es könnte ja sein, dass ich selbst Lust habe auf einen Schluck Wein. Aber Dr. Friedländer... Hör sie auf mit Dr. Friedländer. Diese Leute verpatzen einem nur alles. Ein Schluck Wein schadet gar nichts. Na gehen Sie schon. Weiß, weiß.
Schließlich können wir ja nicht auf alles verzichten. Bruder Bartenstein. Unverschämt. Das werde ich Viktor heimzahlen. Die Bartenstein in meinem Haus? Das betrachten die wohl als eine günstige Gelegenheit, mich und mein Haus auszuspionieren. Das sind doch Schauerleute, die Bartenstein. Diese Schweine. Was haben die beiden denn an? Sind die denn auch schwarz gekleidet? Ja, natürlich, Herr Harnstein. Das heißt natürlich, die gehen auch auf das Heldweinbegräbnis. Zuerst gehen sie zum Herrenstein, das alte Schwein, wie Sie sagen. Dann kommt auch noch die Königin von England. Und dann trotten sie hinter dem alten Heldwein her. Richard, wenn alle da sind, könnte ich ja ein paar Worte sagen, oder nicht? Oder auch nicht? Was meinen Sie, Richard? Ist es angebracht? Mir ist nichts lästiger. Das gehörte sich wahrscheinlich. Auf dem Semmering haben wir Ruhe davon. Glauben Sie, soll ich dann etwas zu den Leuten sagen? Etwas im Zusammenhang mit Elisabeth II. Oder ist das Unsinn? Vielleicht sagen Sie ein paar Worte. Ein paar Worte, ja, aber was für Worte? Ein paar Begrüßungsworte. Begrüßungsworte? Belanglose. Es genügt ja ein Satz. Irgendein Satz. Da haben Sie recht, aber einen Satz sage ich doch. Irgendeinen Satz. Ich gebe die Hand nicht. Möglicherweise habe ich eine ansteckende Krankheit. Sind Sie Graf Kreu? Ah, Sie sind Graf Neutz. Das habe ich mir gedacht. Mein Neffe behauptet, Sie haben Kuring verkauft. Stimmt das? Ja, Kuring ist verkauft. Schlechter Verkauf wahrscheinlich. Haben Sie den Trautensee noch? Da habe ich sehr oft gefischt. Kein gutes Fischwasser, aber eine angenehme Umgebung. Ah, der Trautensee ist noch in der Familie. Was heißt noch? Haben Sie die Absicht, ihn zu verkaufen? Nein, nicht. Solange meine Tante Elvire lebt, nicht. Elvire? Ich dachte, die wäre längst tot. Elvire ist die Ältere. Ach, Elvire ist die Ältere. Die Jüngere von den Neutschwestern ist tot. Sie kränkelt so dahin. So wie ich. Das heißt nicht, dass sie bald stirbt. Suchen Sie sich ein gutes Plätzchen, bevor die Königin kommt. Wir haben den Jochinger Veltliner, den Sie immer gern getrunken haben. Ja. Grüßen Sie Beate. Elvire! Grüßen Sie Elvire, mein lieber Neutz. Die haben doch durch Dummheit alles verloren, auch den Trautensee. Es ist ja nicht wahr, dass er den noch besitzt. Warum diese Leute lügen? Ich verstehe nicht, was diese Leute veranlasst, ununterbrochen zu lügen. Neutz hat einen üblen Mundgeruch. Ist Ihnen das aufgefallen? Richard, Sie wissen doch sicher, was in einem solchen Augenblick zu sagen ist. Sagen Sie irgendeinen Satz, ganz gleich welchen. Warum auch nicht? Dann drehen Sie mich blitzartig um, sodass ich Sie alle sehe und ich sage einen Satz. So machen wir das. Warum komplizieren wir alles so? Glauben Sie, dass ich auf den Zahnarzt verzichten kann? Mein Gebiss ist locker. Auf dem Semmering brauche ich keine Zähne, Richard. Mein Neffe fährt uns hinauf und holt uns wieder ab. Aus Altaussee wird nichts, Richard. Das schlagen Sie sich aus dem Kopf. Der Dr. Schuppig ist doch der Mann, der dieses widerliche Buch veröffentlicht hat, in dem ich vorkomme. Was der Dr. Schuppig in seinem Buch über mich geschrieben hat, ist alles nicht wahr. Und doch, wie lange kennen Sie denn den Dr. Schuppig schon? Wir kennen ihn doch schon eine ganze Zeit. Hat Sie Dr. Schuppig zu Amerika überredet? Ich will nicht in Sie eindringen, aber schließlich interessiere ich mich für das, was den Menschen betrifft, der mir der Nächste ist. Es sind ausschließlich Sie, Richard. Ausschließlich. Wenn Sie mich verlassen, töten Sie mich. Was ist, wenn ich Ihnen das Haus in Altaussee vermache? Das ist doch ein Beweis. Auf dem Semmering werde ich mein Testament abändern. In Ihrem Sinn, Richard. In Ihrem Sinn. Sie können alles von mir haben, wenn Sie bleiben. Alles, Richard. Wirklich alles. Rudolf! Unglaublich, wie
hat uns eingeladen. Ein bezaubernder Neffe. Eigentlich sollte ich jetzt in Salzburg sein, bei meiner Schwester. Aber die englische Königin lasse ich mir nicht entgehen. Nein, wirklich nicht. Eine Gelegenheit, die nie mehr kommt. Nie mehr. Ich bin ganz außer mir, wie gut du aussiehst. Bad Gastein hat dir gut getan, Rudolf. Das sieht man. Das gute alte Bad Gastein. Das Fräulein Zerlinger. Wie eh und je. Was wäre das Herrensteinsche Haus ohne die Zerlinger? Wie gut du aussiehst, Rudolf. Rudolf. Nein, wirklich. Ja, wirklich fantastisch. Das ist die Strafe. Jahrelang habe ich zu diesen Leuten keinen Kontakt aufgenommen und jetzt sind sie alle da. Ich weiß ja, warum ich mich von allen getrennt habe, von diesem Pack abgeschnitten, von der Gesellschaft abgeschnitten. Das habe ich notwendig gehabt. Da sagte der Kaiser, ich bin ja kein Eichkatzel. Stumpfsinniges Gesindel. Ein so schöner Tag, Herr Herrenstein. Mir gefällt nichts mehr. Da sagte der Kaiser, geht's, hört's auf, hab's mich gern. Fatzke, Witzemacher, Schauerliche. Richard, auf dem Semmering besprechen wir alles Weitere. Natürlich, Herr Herrenstein. Ich meine das Testament. Ich kann es ja ändern, wann ich will. Der Neffe muss ja nicht alles haben. Aber Sie sagten doch... Ich sage jeden Tag etwas anderes. Das wissen Sie doch. Das ist ja das Fürchterliche. Ich lege mich fest und löse alles wieder auf. So ist es seit Jahren. Eine Zeit, dass die Königin kommt. Ist die Gudenus nicht da? Nein. Manche Frauen bleiben schön, gleich wie alt sie werden. Die Gudenus ist eine Schmuckfanatikerin. Das ist allerdings abstoßend. Aber sie ist die einzige Frau, mit der ich reden kann. Selbst über Nietzsche. Ich war Dr. Guggenheim. Ja, die Gudenus. Ja, die wäre etwas für Sie gewesen, die Gudenus. Der scharfe Verstand vermählt sich mit dem Hochadel. Ha, absurde Idee. Die Gudenus hat immer ein Auge auf Sie gehabt, Guggenheim. Beide verwitwet, Gudenus und Sie. Die einzige nicht geschwätzige Person. Die lachen wirklich über alles, das erneut sagt. Jetzt ist sie da. Ah, die Gudenus. Ich habe mich nicht zurückhalten können. Ich muss dabei sein. Mein lieber Guggenheim. Ich habe Ihr Buch schon ausgelesen. Hervorragender zweiter Teil, Guggenheim. Apokalypse. Einfach großartig. Ja. Aus jeder Zeile lese ich heraus, dass Sie in Oxford eine Professur gehabt haben. Ja, ein grandioses Buch. Wahrscheinlich haben Sie jahrelang daran gearbeitet. Jedes Detail, ein Vergnügen. Die Guggenheim sind, wenn Sie einmal tot sind, ausgestorben. Durch und durch philosophisch. Alles ganz vom englischen Geist durchdrungen. Was sagen Sie, Herrn Stein? Ist unser Emigrant nicht ein ganz und gar außergewöhnlicher Kopf? Diese Köpfe sterben aus, die gibt es nicht mehr, wenn Guggenheim tot ist. Neuz hat wieder seinen großen Tag. Wären Sie nicht lieber in England geblieben? Ach nein, ich bin ja hier zu Hause. Ja, das sagen Sie so. Schreckliches Land, dieses Österreich. Das kann Ihnen doch nicht gefallen, wo Sie so lange in England, dazu noch in Oxford gelebt haben. Doch, doch, liebe Gräfin, ich bleibe da und werde hier sterben. Guggenheim ist unser Urösterreicher. Habe ich nicht recht, Herrn Stein? Es ist die zweite Auflage gedruckt worden. Oh, das ist erstaunlich.
für ein philosophisches Werk. Davon werden doch meistens und höchstens nur ein paar hundert Exemplare verkauft. Denken Sie doch nur an den Tractatus Logicus Philosophicus. Ja, die heutige Jugend beschäftigt sich mehr denn je mit Philosophie. Kommen Sie mir nicht mit der heutigen Jugend. Ist doch durch und durch sentimental und antigeistig. Die flieht doch, wo sie nur kann, das Denken. Ja, da muss ich Ihnen recht geben, Herrn Stein. Mein Gott, meine eigenen Enkelkinder lesen das ganze Jahr nicht einen einzigen akzeptablen Satz, wenn es hochkommt, die Presse. Dieses widerliche Blatt, das Sie aber abonniert haben. Weil es seit fast 100 Jahren in der Familie die Gewohnheit ist. Ja, aber Sie lesen die Presse doch tagtäglich. Das ist es ja, was mich ärgert. Ein so fürchterliches Blatt und ich lese es täglich. So geht es doch allen Leuten, mit allen Blättern. Sie sind schauerlich und werden doch gelesen. Ja. Ich glaube, die Königin verspätet sich. Mein lieber Herr Stein. Irgendetwas fasziniert mich an dieser Frau. Ich kann nicht sagen, was es ist. Ich hasse alles, woher sie kommt. Und doch fasziniert sie mich. Allerdings nur sie. Alles andere aus dieser perversen Küche stößt mich ab. Da sagte der Erzherzog Ferdinand, ich hab ja nur die Unterhose an, Majestät. Ach, Dr. Guggenheim, wenn ich sie nicht hätte. Die alte Garde. Das alles ist ja schon ausgestorben. Am liebsten nehme ich Sie mit auf den Semmering. Ich lade Sie ein, Guggenheim. Ich lade Sie ein. Sie packen sich ein paar Sachen ein und kommen mit auf den Semmering. Es hält sich ja nichts hier in dieser Teufelsstadt. Hm? Wir nehmen uns ein Thema vor und kauen daran. Werden wir uns warm einheizen lassen. Wie denken Sie darüber? Wenn Sie es wünschen. Natürlich wünsche ich das. Ja, wenn es sein muss. Jetzt geben Sie sich einen Ruck und packen Sie das Notwendigste ein. Viktor fährt uns, Richard begleitet uns. Wie spät ist es denn? Fast halb eins. Fast halb eins? Ach, dann ist ja der Spuk gleich vorbei. Vielleicht nehmen Sie die Hegel-Ausgabe mit, die Sie mir so empfohlen haben. Semmering ist gut für Hegel oder für Montaigne. Es ist mir egal, wenn es nur etwas Großes ist. Guggenheim, die Jugend ist absolut nichts wert und wird doch erwachsen. Und die Welt geht nicht unter. Verrückt. Hören Sie, Richard, gleich nachdem die Leute weg sind, fahren Sie mich auf den Döblinger Friedhof. Sie wissen ja, der Juwelier Heldwein ist gestorben. Sie Glücklicher, Sie müssen nicht auf das Heldweinbegräbnis gehen. Solche Leute wie Sie brauchen überhaupt kaum auf den Friedhof zu gehen, weil Sie sich nicht mit allen diesen scheußlichen Leuten gemein gemacht haben. Aber der Besitzer der Firma Herrenstein muss zu allen diesen Begräbnissen gehen. Glauben Sie mir, das ist nichts weniger als entsetzlich. Oh, ich glaube, es ist soweit. Wie viel glauben Sie denn, sind das? Das sind doch mehr als 40 Leute. Es hört sich an, als wären es 100. Mehr als 100. 80 oder 90? Unglaublich. Das ist das erste Mal, dass Elisabeth II. Hierher kommt, glaube ich. Mit Sicherheit war sie noch nicht da. Soll ich Sie auf den Balkon schieben, Herr Stein? Es fällt Ihnen ein, Richard. Mich interessiert das Ganze nicht. Es ist nur für den Abschaum. Ach, mein lieber Guggenheim, schlafen Sie sich aus und fahren Sie morgen mit mir auf den Semmering. Wird Ihnen gut tun. Wir kennen doch den Semmering genauso gut wie ich. Heute ist es nicht mehr modern, auf den Semmering zu fahren. Der ist nur mehr was für ganz alte Leute. Deshalb fahre ich ja hin. Wir waren als Kinder jedes Jahr auf dem Semmering. Im Pannhans gibt es das noch? Alles gibt es noch, Guggenheim. Aber nichts werden Sie wiedererkennen. Der Sozialismus hat auf dem Semmering alles verkommen lassen. Aber
Der Sozialismus auf dem Semmering und die Sozialisten auf dem Semmering sind mir tausendmal lieber als der Nationalsozialismus und die Nationalsozialisten in Altaussee. Nun gehen Sie schon auf den Balkon und machen Sie Ihrer Königin die Aufwartung. Gott! Save the Queen! Soll ich Sie auf den Balkon schieben, Herr Arnstein? Nein. Ein abstoßendes Schauspiel. Wahrscheinlich sind alle tot. Sicher.